Die Schulleitung der Ludwig-Main-Schule in Uetersen hatte am Dienstag eine E-Mail erreicht, deren Inhalt einen biologischen Anschlag nicht ausschließen konnte. Uetersener Nachrichteninformationen zufolge war diese E-Mail jedoch so diffus verfasst, dass schnell von einem sogenannten Dumm-Jung-Streich ausgegangen wurde. Dennoch entschloss sich die Schulleitung, die Feuerwehr zu alarmieren, um eine mögliche Gefahrenlage auszuschließen. Wir sind alarmiert worden hier zu der Schule. Es wurde eine Lageerkundung durchgeführt. Es ist keine Feststellung gefunden worden und somit konnte die Schule wieder in den Regelbetrieb übergehen. Die Schüler und auch die Lehrer waren zu keiner Zeit in einer Gefährdung.